Herzlich willkommen, eure Freunde, zu Animal Crossing New Horizons Tag 10.5. Denn heute spielen wir mal kurz in der Nacht, beziehungsweise kurz. Ich habe mich auf die Jagd vorbereitet, denn wir brauchen einen Heuchen. Denn wir müssen ihn noch vor dem 1. April irgendwie bekommen. Und deswegen werden wir heute angeln gehen. Ich habe ja gesagt, wir machen 100 Köder möchte ich ganz gerne benutzen. Das ändert sich jetzt ein bisschen, weil ich finde 100 Köder, ja, ist schon viel, ne? Deswegen habe ich für 200 Köder gefarmt. Das war eine Arbeit, Leute. Das war echt eine Arbeit. Also das mache ich auch, ich weiß nicht, vielleicht morgen nochmal. Falls ich es trotzdem nicht schaffe, dieses Ding da zu kriegen. Es ist echt nervig. Das behalten wir mal für mehr Angeln. Was brauchen wir noch für Angeln? Ich glaube nur Holz. So, das kommt mal nach da. Wir gucken mal im Lager, ob wir noch Angeln haben. Da haben wir eine. Dann hier 10 und nochmal 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ich glaube, wir nehmen, glaube ich, erstmal 100 mit. Vielleicht reichen die ja schon. Dann Äste muss ich irgendwann mal wieder ein paar farmen. Und Eisen nehme ich mit. Und dich nehme ich... Hallo, was soll das? Ablegen. So, wir craften uns mal eben hier noch zwei Angeln, würde ich sagen. So, bereit. Crafty, crafty. Mehr als zwei Angeln können wir auch gar nicht mehr craften. Ohne Stöckis. Weitermachen, weitermachen. So, perfekt, perfekt. Oh, ich hoffe, wir bekommen den Huchen. Oder den, ja, Huchen, ne? Huchen heißt, naja. Ja, ich... Ich denke, gestern habe ich 90 circa ausgegeben und ich habe für heute dann 200. Dann müsste er ja auch mal langsam dabei sein, oder? Ich glaube schon. Und ich muss dazu sagen, ich bin etwas müde, obwohl wir erst 18.23 Uhr haben. Und es hat gerade geschneit. Ja. So, das hätten wir alles mit. Perfekt. Das sieht gut aus. Dann können wir loslegen. Dann können wir loslegen. Ja, ein bisschen, das wird jetzt hier sehr, sehr chillig, würde ich sagen. Da muss ich nicht die ganze Zeit sprechen, aber mal schauen, ne? ja, ich habe die Zeit jetzt hier gewählt, weil eigentlich wollte ich um 18 Uhr, dann habe ich aber gesehen, wo 18 Uhr ist noch ziemlich hell. Deswegen sind wir jetzt bei 18.23 Uhr. Denn ich glaube, ich gehe gleich wirklich schlafen. Nach dem Part, nachdem ich den hochgeladen habe und so. Geschnitten natürlich auch. Hus, hus. Und Leiter. Morgen kümmern wir uns um den Campingplatz. Den habe ich verschoben. Der ist jetzt, wenn man links, genau, links sieht man den markiert. Also nicht da, wo dieser Campingplatz ist, wo die Brücke ist, sondern ein bisschen weiter unten und dann links. Ja, genau, dann wird er dann hinkommen und den dekorieren wir dann morgen mit den nötigen Sachen, die wir haben. Hier habe ich den Leuchtturm hingestellt, ich weiß nicht, ob ich das im Part gemacht habe, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Oh Gott, da hinten ist ein Fisch. Es kann alles sein, Leute. Es kann jeder Fisch sein, aber ich glaube, der ist zu klein für das, was ich haben will. Ja, der ist, glaube ich, zu klein, egal. Egal, kein Köder. So. Komm her, Fischi. Ein Kauseling. Nee, ein Bitterling. Okay. Nah dran. Nah dran. Oh, oh. Himmelsfalter. Der bringt mir Kohle. 4000 oder so. Oder 5000. Nice. Himmelsfalter. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Fisch. Wieso sind denn so viele Fische unterwegs? Kann ich ja gar nicht glauben.
Und, oh, perfekt. Guck mal, direkt runter. Und ein Flussbarsch. Sehr schön. Ja, hier werden wir versuchen zu dingsen, den zu bekommen. Aber erstmal lege ich mal das ganze Zeug hin, damit mein Inventar ein bisschen freier ist. Ich lasse mal zwei drin fürs Erste. Weil ich muss ja im Notfall dann auch verkaufen gehen. Die ganzen Fische und sowas. Ich lasse mal drei drin. So, dann wollen wir mal. Köder, Futter verscheuen. Okay, der ist ziemlich klein. Meistens schwimmen die hier nach oben. Deswegen angel ich die nach oben. So, was ist das? Wieder ein Bitterling. Ne, Karausche. Stimmt, Bitterling war noch kleiner. Oh, der ist auch wieder so klein. Mann, ey. Ich brauche die Kleinen nicht. Ich brauche hier einen Großen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig angehe. Also die ersten 100 werden wir hier machen. Und wenn's nicht kommt, ne, dann werde ich halt den anderen See nutzen. Der ist schon ein bisschen größer. Aber ich glaube, der ist auch nicht ganz so groß. Also der ist noch größer, glaube ich. Der Huchen. Na, ja, das müsste vielleicht ein Saibling sein. Ne, ist auch eine Karausche. Ne, Flussbarsch. Ah, Mann, ey. Oh, hier, komm her. Wie viele haben wir mitgenommen? 10, ne? Okay, wenn die weg sind, dann gehen wir zum anderen Teich. Ah, wieder einer. Ein Hase. Haselnuss. Also bis jetzt sieht es noch nicht ganz so gut aus. Mann. Ich will da nur einen Huchen haben. So, da haben wir nochmal einen größeren. Aber der ist leider zu klein. Der ist zu klein, da wird keiner rauskommen. Das ist dieser Masulox, genau. Ah, Futter. Ist auch nicht groß genug, schade. Mann. Ist das so schwer, diese schönen Fisch zu fangen, ey. Ja, ich habe gerade noch Zauberer von Waverly Place geguckt. Bin fast bei der vierten Staffel. Und dann gibt es auch nur noch die vierte Staffel und dann ist es leider vorbei. Dann kommt die nächste Serie endlich. Am Dienstag kommt Naruto Shippuden, Staffel 1 bis 10 auf Netflix. TV Now hat natürlich alle Staffeln, glaube ich. Aber TV Now hat scheiß Werbung immer mittendrin. Die nervt mich gewaltig. Sonst habe ich hier echt sehr, sehr viel Spaß mit dem Fischen. Vor allem, wenn mir jemand gesagt hat, ja, ich habe nur 5 Köder gebaut, dann hatte ich den schon. Ja, super, schön für dich, Alter. Behalt bitte sowas für dich, danke. Sag mir zumindest, dass es die hier gibt. Und darauf hat er mir nicht geantwortet. Das war natürlich dann sehr toll. Ist er groß? Ich weiß nicht, ob er groß ist. Ich glaube schon, oder? Ist er groß? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das groß ist oder klein ist. Oh, es ist auf jeden Fall ein Barsch. Aber Barsch brauche ich nicht. Oh. So, nächstes Futter. Oh, der ist auch... Also ich weiß nicht, ist das groß? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. So, vielleicht für den Fluss ist das groß hier. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fischen wir jetzt hier ziemlich viele Barsche. Mögt ihr eigentlich Fisch zu essen? Ich persönlich nicht. Bei mir schmeckt das irgendwie nicht. Ich habe das letzte Mal Fisch mit vielleicht 12 oder so gegessen. Das ist echt extrem lange her. Über 10 Jahre bin ich, glaube ich, fischfrei.
fischlos glücklich, sage ich immer. So, Futter. Klein, na super, interessiert mich eigentlich nicht. Man, ich dachte eigentlich, mit den Ködern kommen irgendwelche seltenere Fische, ja? Und nicht nur diese kleinen Kacke hier, ey. Vor allem die kleine Kacke, ja? Die schwimmt so scheiße, dass ich immer weiter hoch muss. So, was bist du, ein Bitterling wieder, ne? Ja, ein Bitterling. Ja, ich bin auch langsam bitter hier. So, Köder, komm. Komm, gib mir den Hochen. Ach nein, ich hab falsch. Falsch. Oh, ich hoffe, ich bin noch pünktlich. Ja, bin ich. Gut. Gut, 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 gut. So, was haben wir hier? Einen. Karausche. Ne, Flussbarsch. Ich lerne es auch nie, ne? So gefühlt lerne ich es nicht. So, das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein Bitterling. Oder eine Kaulquappe. Ne, die ist ja nur im Teich. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Boah, es ist echt entspannt hier, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir hier noch was? Köder. Oh, der ist, glaube ich, groß. Komm. Komm. Nein, ich habe A gedrückt. Ach man, ey. Mann, ich bin manchmal so nervös, wenn sowas Großes an der Angel ist. Okay, was haben wir hier? Masulachs, okay. Ich brauche deinen Vater, Masulachs. Bitte, ich brauche den anderen. Den großen, starken. Ach, ich brauche auch keinen Bitterling eigentlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir, du Schmutz. Ach, der ist auch zu klein. Vor allem, kann es eigentlich keine kleinen, seltenen Fische geben? Wieso muss es in Animal Crossing nur große Fische geben, die richtig viel wert sind? Als ob das was mit der Größe zu tun hat, hallo? Hm? Verstehe ich nicht. Man kann höchstens sagen, dass sie vielleicht gefährlicher sind, die größeren Fische. Und ich schon wieder aus Versehen A gedrückt habe, obwohl ich es nicht wollte. Ja, so ist es halt. So ist es halt. Das ist jetzt ein größerer. Perfekt. Komm. Konzentration, Moritz. Ich weiß, deine Finger sind schon wieder angespannt. Und du am liebsten sofort drücken würdest. Aber das hast du diesmal nicht gemacht. Sehr gut. Auch wieder ein Barsch, ey. Ich brauche keinen Barsch. Ich brauche ein Wunder. Ein Wunder, bitte. Okay, wieder groß. Ah, ne, ist klein. Klein, Mitte, Mitte. Mitte reicht leider nicht. Für den Hase, sondern nur für den Masulachs. Ich meinte, Huchen. Für den Huchen reicht es nicht. Ach, wieder ein kleiner, ey. Oh, ich brauche keine Bitterlinge, ey. Oder Karausche, mein Gott, ist das gleiche. Ist doch das gleiche. Ich stehe nicht am Rand oder was? Oh Gott. Ach, ich dachte, ich hätte ihn freigelassen. Ach, wieder ein kleiner. Wenn es so weiter ist, schlafe ich gleich hier wirklich ein. Und wir haben erst die ersten 30 gleich fertig. Das ist ja noch belastender. Ach, wieder keins. Mann, ey. Bitte Tipps in die Kommentare, wie man einen Heuchen fängt. Danke. Und ich brauche auch kein Flussgrundel. Da grunde ich mir lieber selber ein. Oh, der ist... Nee, der ist auch wieder klein. Also Mitte. Gibt es hier kein Wunder, oder was? Ich brauche doch was Größeres als das.
Wieso? Wieso? Masula, nee, Goldforelle. Ja, ich weiß, Goldforelle, du bist viel wert, aber dich habe ich schon, dich brauche ich nicht. Ich brauche irgendwie, ich brauche den Huchen. Den Huch, Huch, ein Huche. Das möchte ich lesen. Das ist wichtig für mich. Und kein Flussbarsch oder Golddingsibums. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. So, komm her, Fisch. Okay. Der kleine Fisch nervt mich schon wieder. Ich laufe einfach schnell. Och, Alter, als ob ich da so dran stehen muss. Das ist ja hier exakt nervig. So, komm her, Fisch. Jetzt gib mir hier was Gutes. Und. Immer noch nicht. Hallo, dankeschön. Es wird auch mal Zeit hier, ne? Du Hase. Wie findet ihr eigentlich meinen Hut? Obwohl, nee, den haben wir, glaube ich, zusammen... Haben wir den zusammen gekauft? Habe ich das im Part gekauft? Ich glaube schon. Alter, ich bin so vergesslich heute. Das ist echt... Dieses Spiel, ne? Es macht mich fertig, tatsächlich. So, mehr haben wir nicht, ne? Nee, okay, gut. Dann gehen wir mal eben verkaufen. So, spring hier rüber. Leiter. Zack, zack, zack. Da ist Unkraut, muss ich mir merken. Unkraut verpestet nämlich meine Stadt. So, dann laufen wir mal schnell. Schnell, schnell, schnell. Und hopp. Und die Leiter wieder auswählen. Ach, ich finde es ja gut, wenn man am Felsen A drückt, dass die Leiter dann automatisch gedingst wird. Das finde ich cool. Ja. Ach. Hallo Neppi und Schleppi. Ich möchte was verkaufen. Ich habe hier ein paar Fische im Angebot. Da könnt ihr nicht nein sagen. Nein, nein, nein. Die sind alle sehr, 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 sehr wertvoll. Und bitte, bitte nennt mir über 20.000, dann wäre ich sehr happy. Ah, oh, 30.000, ja, okay, das geht auch noch. Dankeschön. Bis gleich. Ich komme gleich wieder. Vielleicht können wir auch dann gleich die Schulden abbezahlen. Vom Haus. Das machen wir aber erst zum Schluss. Falls ich den Huchen dann gefunden habe. Oder wenn ich zu viel Geld in meiner Tasche habe. So, hier müssen wir wieder Leiter. Oder wir bauen den Aufgang hier. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht so sicher, was ich machen möchte. Denn der Aufgang ist eigentlich nur da, damit die Bewohner irgendwohin Geld spenden können, wenn sie Lust haben. Und ja, sind glaube ich 300 Sternis bis jetzt da. Hier ist wieder ein groß kleiner Fisch. Dann nehmen wir uns jetzt 1, 2 und 3. Und haben weiterhin Spaß. Am Angeln. Am Angeln. Ah, der ist auch zu klein. Komm, Futter. Okay, der ist größer, aber es wird auch nicht sein. Der ist nämlich auch noch zu klein. Aber diese Größe wird mir zumindest noch etwas Geld bringen. Deswegen, die kleinen, die ignorieren wir jetzt ab jetzt. Und die größeren nehmen wir. Ist auch zu klein. Futter. Der ist größer. Könnte nämlich eine Goldforelle sein und die geben halt, glaube ich, 15.000 oder so. Um den Dreh. Nochmal an einem Flussbarsch. Oh, ich kann ihn nicht mal sehen, diesen Flussbarsch. Oh, der ist groß. Der ist groß. Ein größerer. So, keine Panik, Moritz. Habe ich euren Freunde eigentlich am Anfang gesagt? Ja, ne? Ich hab ihn! Ich hab ihn, Leute! Huch! Ein Huchen! Oh, ich hab ihn. Warte, ich muss mal ganz, ganz schnell einen Screen machen, ja?
dass ich ihn endlich habe. Oh mein Gott. Hey, was ist das denn? Auf meinem Handy sieht man gar nicht, dass da ein Huchen steht. Als ob da jemand das wegradiert hätte. Sah schon lustig aus. So, eben. Ich habe ihn endlich. Ja, super. Dann kann ich den die restlichen Köder, ja. Ja, spontan für den April benutzen. Super. Oh, ich bin jetzt happy. Ich bin jetzt wirklich happy. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt doch relativ. Oh, es sind doch 20 Minuten. Was? Echt? Ich nehme das 20 Minuten auf. Wow. Ja, cool, Leute. Dann verkaufe ich. Dann bringe ich den erstmal ins Museum. Ich verkaufe hier nichts, ja. Ich muss jetzt erst zum Museum. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich gehe jetzt zum Museum. Und danach gehen wir mal kurz gucken, wie viel Geld uns noch fehlt bei Tom Nuki. Ne? Aber Museum ist jetzt erstmal wichtiger. Und dann haben wir einen Part tatsächlich, der unter 25 Minuten geht. Das hatte ich ja hier noch nie in Animal Crossing. Aber es war ja auch nur eine Sonderfolge, ne? Ja, so richtig Nacht war es jetzt auch wieder nicht. Aber ist nicht schlimm. Beim nächsten Mal angeln oder irgendein Insekt, den wir noch nicht haben. Was dann im April nur da ist, ne? Das schaffen wir dann. So, ich will etwas stiften. Hier, Masu, Huchen. Huchen. Bitteschön. Na nur, ganz klar, das ist ein Huchen. Ich könnte ihn auch viele spannen. Nee, kann gerade nicht. Ach, super. Oh, dann kann ich ja gleich doch noch eine Folge Beverly Place schauen, bevor ich dann gleich schlafen gehe. Perfekt, Leute. Ich habe nämlich eigentlich gerechnet, dass hier geht jetzt so eine Stunde bis zwei. Eins bis zwei Stunden, ey. Bis ich den Huchen hab oder nicht hab. So, wir gucken mal eben, wo er ist. Oh, hallo. Huchen sind total selten, nicht wahr? Ich muss bei den Namen ja immer an Kuchen denken. Ach ja, Moritz. Du hast ihn geangelt, oder? Eugen erzählt das jeden. Ja, ich bin auch relativ glücklich tatsächlich, dass ich den hab. Ne? War dieser Hintergrund da schon immer? Der fällt mir jetzt erst auf. Nein. Huchen, da ist er. Oh, ich bin so stolz, Leute. Ich bin richtig stolz. Hier ist mein Thumbnail, Huchen. Perfekt. So, dann gehen wir noch schnell verkaufen, damit wir unter 25 Minuten sind. Komm. Ach ja, ich wollte ja auch noch gucken, wie viel. Okay, dann sind wir vielleicht leicht über, ne? 25 Minuten. Aber ich probiere es hinzukriegen. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten Zeit. Schnell hier rüber. So, schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm, mach hier hinne. Hinne. So, verkaufen. Ja, ich will was verkaufen. Hier, bitteschön. Ich habe gar nicht so viel zu verkaufen. Wow, das war ja hier unten nötig, hier hinzugehen. So, wie viel gebe ich? 300 für pro Ding. Okay, danke. Danke, tschüss. Tschüss, Snap und Schleppi. Aber ich glaube, es reicht nicht mit dem Kredit. Aber wir können uns das zumindest schnell anschauen. So, komm. Schnell. Komm, beeil dich hier. Springwohn, hallo. Hier sind wir schon. Ich bin fast pünktlich. Tina, wir sehen uns morgen in deinem Laden. Es sei denn, der wird morgen erst gebaut. Dann finde ich das nicht ganz so cool. So. Nook Putter, Bankautomat. Wie viel fehlt uns? Oh, fehlt uns noch. Okay. Uns fehlen noch 40.000. Ich dachte, vielleicht kriegen wir die heute noch hin. Wenn wir angeln. Aber, nee, dann mache ich das ein anderer Mal. Okay, Leute. Rechts kommt ihr zur Playlist. Links kommt ihr zum neuesten Video. Und wir sehen uns dann am 30.03. wieder in Animal Crossing New Horizons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich rede gerade noch ein bisschen weiter, damit ich genau 25 Minuten habe, weil ich das schon ziemlich cool fände. Deswegen noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,